Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Folge Pacific Drive. Da sind wir wieder. Nach kleiner Pause habe ich es geschafft, das Spiel nochmal anzuschmeißen, denn ich will mir, wie versprochen, natürlich hier auch die Platin-Trophäe bzw. Steam-Belohnung holen. Ich habe in den letzten Wochen, war ich nicht untätig, sondern habe ziemlich viel Elden Ring gespielt. Und wie angekündigt, werde ich nämlich dazu ein Let's Play rausbringen. Das wird bald beginnen. Ich musste da jetzt ein bisschen voraufnehmen. Denn bei mir geht es die Tage in den Urlaub und ich wollte euch natürlich auch, während ich weg bin, ein bisschen mit Content hier auf dem Kanal versorgen. Deswegen habe ich da viel Zeit investiert und es wird viele, viele Elden Ring Videos geben. Aber ich hatte ja auch versprochen, wir kümmern uns hier um die Platin-Trophäe und von daher sind wir jetzt natürlich auch wieder in Pacific Drive. Und ich muss sagen, ich habe das Auto sehr, sehr vermisst. Wir wollen uns Trophäen holen und zwar, ich glaube, 6 an der Zahl fehlen mir noch. Ich habe tatsächlich ein paar Trophäen, Routentrophäen und so weiter schon abgeschlossen, bevor ich überhaupt dieses Let's Play hier begonnen habe. Und deswegen werden wir uns jetzt nur um die verbleibenden 6 kümmern müssen. Und das ist gar nicht so einfach, denn tatsächlich sind die Trophäen, die mir noch fehlen, einmal alle Verbesserungen für die Garage freizuschalten, für die Werkstatt. Das heißt, all diese Sachen plus natürlich die nächste Trophäe, all die restlichen Verbesserungen. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viele labile und auch instabile Energien, weil dafür habe ich definitiv nicht genug. Das gleiche gilt für Ressourcen. Wir brauchen wahrscheinlich einiges an Ressourcen dafür und müssen von daher auch das ein bisschen im Auge behalten. Die nächste Trophäe, die mir fehlt und die werde ich jetzt, sag ich mal, in Kombination angehen, ist, ich soll eine Route planen und fahren, die mehr oder gleich viel, glaube ich, als 7 Ankerpunkte beinhaltet. Das heißt, wir müssen 7 Routensegmente hier abfahren. Das ist nicht ohne, das muss ich jetzt gleich mal planen, um diese Trophäe zu bekommen. Und die nächste, die mir fehlt, das waren 3, jetzt muss ich selber überlegen. Die nächste, die mir fehlt, ist, glaube ich, die Batterie komplett leer zu fahren und dann wieder mit natürlichen Ressourcen, wie zum Beispiel diesem guten Windrad hier, wieder aufzuladen. Das ist die nächste Trophäe, die mir fehlt. Das werde ich aber vielleicht mal machen und alle meine Zusatzbatterien, die ich hier habe, abbauen. Weil das müsste ja dann das Ganze ein bisschen einfacher machen, weil dann einfach weniger Batterieladung aufgeladen werden muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Die vorletzte Trophäe, die mir fehlt, ist eine geraume Strecke mit einem Häschen am Auto zu fahren. Das heißt, ein Häschen, meistens machen die Schaden oder man findet so ein Glückshäschen, was einem ans Auto geklebt wird und dann kann man damit erstmal ein bisschen Distanz machen, bis diese Trophäe poppt. Und die letzte, die es zu erledigen gibt, und das wird wahrscheinlich die nervigste, heißt, ich muss 1000 Bäume umfahren mit meinem Auto. Wir sind aktuell bei 720, das heißt, wir fehlen 280 Bäume, das ist mehr als ein Viertel. Und das ist natürlich nicht ohne. Da muss ich wahrscheinlich das Auto panzern bis zum geht nicht mehr und dann einfach durch den Wald heizen. Das sind also so die Trophäen, die mir fehlen. Ich werde jetzt eine Route planen und mehr als 7 Knotenpunkte, Ankerpunkte Knotenpunkte abzufahren. Und dabei halt möglichst viel Energie mitzunehmen. Also vor allem hier in der mittleren Zone müssen wir uns also aufhalten. Und deswegen gucke ich jetzt mal, welche Route sich da anbieten würde. Ich habe überlegt, ob ich das über die Highways hier komplett löse. Also 1, 2, 3, 4, 5 wären das. Aber ich könnte jetzt, wartet mal, zack. Ich könnte zum Beispiel auch machen 1, 2, 3, dann bin ich beim Highway. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste ja zum Beispiel gehen. Jetzt gucke ich mal, ob ich nicht sogar das hier noch neu kalibrieren kann. Und das vielleicht stabil bekommen, das wäre natürlich sehr, sehr gut. So, genau. Perfekt. Das hier kann ich leider nicht anfassen, das auch nicht. Und dann fahren wir hier zuerst hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann müsste das hinhauen. Das wäre die Route, die ich jetzt anstrebe. Mal gucken, ob das klappt.
Und ja, wir behalten einfach die Trophäen ein bisschen im Auge und machen jetzt ein paar Runs, würde ich sagen, um Platin zu sichern. Ich freue mich. Ich war jetzt lange nicht mehr mit dem Auto unterwegs. Und deswegen raus ins schöne Wetter. Boah, ist das ein ekliges Wetter. Jetzt muss ich selber mal gucken hier. Scheinwerfer, perfekt. Und dann muss ich jetzt nur gucken, dass ich auch richtig fahre. Und nicht aus Versehen irgendwie falsch abbiege. Also ich glaube, dass das hier mein erster Punkt sein sollte. Wir gehen jetzt erstmal durch die sicheren Zonen. Hier müssen wir gar nicht uns um Ankerpunkte oder sowas sorgen. Wir rasen jetzt einfach durch. Wir brauchen keine Ankerenergie, sondern wir wollen einfach möglichst zügig diese sieben Knotenpunkte hinter uns bringen. Das ist die Idee. Klar, wenn sie natürlich so eindeutig hier rumliegt, können wir sie vielleicht mitnehmen. Zumindest die etwas größere. Schauen wir mal. Aber ich fahre jetzt einfach die Straße entlang und versuche das hier zügig Knotenpunkt für Knotenpunkt abzuarbeiten. Ach, ist das schön. Ich hab's ein bisschen vermisst. Ich habe jetzt wirklich viel Elden Ring gespielt die letzten Wochen. Einige Parts aufgenommen, sodass ich euch möglichst... Oh! Ach so, ich muss ja Bäume kaputt fahren. Vielleicht gelten auch diese... Vor allem diese Büsche hier wären gut, wenn die gülden würden, sozusagen. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht... zu viel Schaden aufs Auto machen, bevor ich nicht hier die ganzen Knotenpunkte abgeackert habe, weil sonst... Oh, komm, die ist for free hier. Weil sonst schaffe ich keine 7. Wisst ihr, was ich meine? Oh, oh. Hey, hey, hey. Nein, nein, nein. Hier, nimm das. Nimm das. Ach, wir haben hier ja erzürnte... Erzürnte Entführer. Das ist die Anomalie hier. Das hatte ich jetzt nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Aber ich glaube, die Fackeln sollten dafür sorgen, dass die sich auf was anderes konzentrieren. Und da hinten ist noch so ein Lastwagen, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Zack, hier einmal ganz kurz aussteigen, weil wie gesagt, Ressourcen ist schon auch ein Thema, was wir beachten müssen. Nehmen wir einfach alles mit. Hier rein. Zack. Oh, da kommt wieder einer. Und abhauen. Ich habe ja Nitro. Sehr schön. So, oh, da steht wieder einer. Ja, ansonsten werde ich jetzt hier wirklich nicht groß Ressourcen sammeln. Oh, das ist verführerisch. Ah, das ist typisch. Ich habe vergessen, wie süchtig ich nach solchen Ressourcen bin. So, zack. Schnell mitnehmen. Farbe? Nein, das hier nehmen wir mit. Fertig. Theorien Teil 2. Okay. So ging das. Und so. Und hier rein. Wunderbar. Gas geben. So, jetzt könnte ich auch hier natürlich noch ein paar Bäumchen mitnehmen. Also so ein bisschen versuche ich jetzt schon immer Bäume umzufahren. Zumindest die kleinen, die nicht ganz so viel Schaden machen hier. Sowas. Aber 280 ist natürlich eine Ansage. Ich werde das auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten, wie viel ich da mache. Theoretisch kann ich ja auch immer das Schild hochfahren, fällt mir ja gerade auf. Und dann da durchfahren. Das ist vielleicht die schlauere Variante. So rum. Zack. Okay, dann halten wir kurz hier an. Nehmen uns den Anker. Ups, sorry. Den Anker auch noch mit. Ich glaube, stabile Energie brauche ich tatsächlich gar nicht mehr für Updates. Könnte sein, dass ich die schon alle abgedatet habe. Aber wenn sie natürlich so perfekt am Wegesrand liegt, dann kann ich die fast nicht stehen lassen. So, jetzt mache ich nochmal Schild hoch. Wir fahren hier durch. Wir haben Blitzableiter hinten drauf. Alles gut. Sollte kein Thema sein. Und jetzt müssten wir auch gleich am Ausgang sein. Da haben wir unseren ersten von 7 Knotenpunkten schon. Das ist echt eine Ansage. Noch nie geschafft, noch nie probiert. 7 Knotenpunkte. So, jetzt darf ich mich nur nicht verfahren. Jetzt fahren wir hier hin und von dort am besten dahin. Die Nester. Hier hätte ich jetzt natürlich... Da ist irgendwas, was ich noch nicht gescannt habe. Hier habe ich jetzt natürlich auch...
Wenn Nester sind, viele Häschen, also theoretisch die Möglichkeit, ein Häschen am Auto zu lassen. Aber wenn es kein Glückshäschen ist, was mich heilt, dann macht das mein Auto so schnell kaputt, dass ich eigentlich die 7 Knotenpunkte nicht schaffen kann. Also das wäre schon sehr, sehr riskant, sage ich mal, das jetzt hier zu probieren. Deswegen konzentriere ich mich jetzt einfach hier durchzufahren. Da ist schon das erste Häschen. Wir können ja mal gucken, wie viel Schaden es macht am Auto. Oh, das ist. Okay, ich habe das Schild noch hochgefahren. Oh. Verdammt, das habe ich nicht gesehen, dass da nochmal welche kommen. Eieieiei, das hat jetzt schon ordentlich Schaden gemacht. Hängt er im Auto? Nee, hängt er nicht. Okay. Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, da ist ein Lastwagen. Dann können wir mal gucken. Hängt's am. Nee, hängt's nicht. Okay. Aber jetzt hängt's dran. Nee, das will auch nicht dran. Okay. Folgst du mir? Ach, der folgt dem Licht. Oder? Ja, der folgt dem Licht. Nehmen wir uns dich. Zack. Ich stehe hier gerade auch ein bisschen unpraktisch mit den ganzen Touristen. Komm, ich fahr. Ich habe jetzt schon mehr Schaden genommen, als mir lieb war. Licht an. Und hier müssen wir hoch. Okay. Weil dafür, dass ich erst bei Ankerpunkt, bei Knotenpunkt 2 bin, bin ich jetzt schon gut beschädigt. Ich habe aber sehr, sehr viel Reparaturkit dabei. Das ist also erstmal kein Problem. So. Ja, sehr schön. Da hinten ist schon der Ausgang. Nice, da haben wir schon zwei. Die Reifen funktionieren auch verdammt gut, auch obwohl es nass ist. Zack, ich mache nochmal meine Barriere hoch. Baum kaputt fahren. Ein weniger von 280. Den nehmen wir auch noch mit hier. Zack. Und weiter geht's. Okay, das macht aber trotzdem Schaden, obwohl ich das Schild hoch habe. Interessant. Okay, wow, hier sind viele Anomalien, ey. Wahnsinn. Extreme Bedingungen. So, das ist Punkt Nummer 3. Von dort müsste ich dann eigentlich über die Highways fahren können. Immer schön, aber ein Highway über den nächsten, also keinen Knotenpunkt überspringen, weil sonst kriege ich die 7 nicht zusammen. Aber hier muss ich jetzt zügig durch, weil das ist eine instabile Zone. Was sind denn hier die Anomalien? Wir gucken mal. Verräter, elende Entladung und schneller Sturm. Das sind einige, ey. Verräter? Anscheinend hatte ich aber alle schon, aber Verräter habe ich irgendwie als nervig in Erinnerung. Man kann niemandem vollständig vertrauen. Selbst vertrauten Gefährten können dich einfach fragen. Ach, das war, wo das Auto dann plötzlich einfach weggefahren ist und so. Oh, guck mal, hier komme ich aber schnell raus. Einfach vor und rechts. Ich nehme keine Ankerenergie mit. Ich bin immer noch in der innersten Zone. Oder in der äußersten, sagen wir es mal besser. Und von daher brauche ich hier die stabile Energie definitiv nicht. Wobei das jetzt ja wahrscheinlich keine stabile wäre. Aber ich fahre jetzt hier einfach zügig durch. So, Schild oben lassen, paar Bäume zerfahren, zack, zack. Und ich glaube, da vorne ist schon der Ausgang. Perfekt. Komm, das nehme ich mit. Nur so kriege ich die 7 zusammen, will ich behaupten. Und später muss ich ganz viel Energien einsammeln. Von daher konzentriere ich mich jetzt erstmal drauf, in die innere Zone zu kommen. Was wir jetzt schaffen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sollte gehen. Das heißt, wir fahren jetzt über den. Nein, das ist eine. Oh, das ist eine Sackgasse. Stand da gerade Sackgasse? Jetzt bin ich aus Versehen in eine Sackgasse gefahren. Okay, wisst ihr was? Das ist nicht schlimm. Also es ist schon blöd, weil wir werden da nicht mehr rauskommen. Das war jetzt nicht meine Absicht, um ehrlich zu sein. Aber
mir ist aufgefallen beim Gucken. Ich muss eh noch sterben. Ein Run muss ich sterben, denn um alles zu erforschen, muss ich einmal den Geist meines Autos scannen. Also das Wrack im Grunde, das zurückgelassen wird, wenn ich einen Run nicht schaffe. Und vielleicht mache ich das dann jetzt einfach in der Sackgasse. Das ist zwar super ärgerlich. Habe ich da jetzt echt nicht richtig auf die Routenkarte geguckt? Da ist eine Sackgasse. Tatsache, keine Einfahrt, ja. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Da komme ich nicht mehr weg. Ha, das hatte ich nicht auf dem Schirm, okay. Tja, da muss man auch noch drauf achten, wenn man 7 Knotenpunkte schaffen will. Interessant. Naja, gut. Dann fahren wir mal in die Sackgasse. Ich nehme trotzdem ein paar Ressourcen mit, weil theoretisch, wenn wir den Reliktgeist finden und scannen, dann können wir die Ressourcen wieder mitnehmen. Also es ist nicht so tragisch in dem Fall, deswegen können wir die trotzdem einsammeln. Aber ärgerlich ist es trotzdem, dass ich das jetzt verpasst habe, dass es da eine Sackgasse gibt sozusagen. Na gut, na gut, na gut. Wir halten das Pacing aufrecht. Wir machen weiter, wir machen weiter. Einmal Gas geben. Aber dann kann ich ja jetzt theoretisch alle Bäume mitnehmen, die ich finde halt. Weil, dann ist mein Reparaturzustand jetzt gerade nicht so wichtig tatsächlich. Sondern dann kann ich eher sagen, ich gehe hier auf Schaden. Boom. Bisschen nebenher scannen, ob es noch Ressourcen gibt. Hier zum Beispiel, das ist sehr gut. Hier parke ich mal. Schild geht runter. Zack, Licht kann auch aus. Und dann habe ich gesehen, ist einmal hier oben ein Baumbonbon. Mitgenommen, perfekt. Und was ich nämlich noch viel mehr brauche, sind Thermosaftkristalle. Davon habe ich nämlich nicht mehr so viele, von daher gar nicht schlecht. Gibt es hier einige. Oh, mein Verschrotter ist gleich kaputt. Ja, ah komm, das Blei, wer weiß, ob ich es brauche. Ich hole mir kurz nochmal, ich glaube, ich habe einen Ersatz gebaut. So. Hier ist es dann drin. Und zwar der hier, perfekt. So. Rum, rum, rum. Schön viel Blei und Thermosaftkristalle hier mitnehmen. Das ist sehr gut. Zack. Kaputt. Da sind nochmal welche. Sehr schön. Und dann machen wir die hier kaputt. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Und jetzt alles. Oh, jetzt kommst du, Klebegeist hier, ey. Schön viel Thermosaftkristalle, Blei. Nice. Haben wir. Perfekt. Sehr schön. Ich glaube, das sollte reichen. Hey, hey, hey. Den will ich auch, bitte. Okay, perfekt. Und weiter geht's. Jetzt sehen wir auch mal das Konzept Sackgasse. Da wurde ich nämlich viel zu befragt, wie man aus Sackgassen und ob man aus Sackgassen und so weiter. Aber nein, es ist einfach so, wenn ihr in eine reinfahrt, zumindest meines Wissens, seid ihr sozusagen ich sag's mal so, ne, weil, ihr habt gesehen, da kommt eine Warnung, wenn man eine anfährt. Ich habe aber einfach schon zu lang und zu viel gedrückt gehabt. Und es das dementsprechend nicht mehr geschafft, die Route abzubrechen. Und bin jetzt einfach reingefahren in die Sackgasse. Und dementsprechend werde ich jetzt gleich das Problem haben, dass wir da nicht mehr rauskommen. Aber wir schauen uns das an. Kommen jetzt hier rein. Und jetzt gucken wir, ob das tatsächlich so ist, wie ich befürchte. Unterwegs, unterwegs. Das Thema ist nämlich, man wird jetzt kein Portal öffnen können.
Säureschaden. Ist dein Fahrzeug Säure ausgesetzt? Nimmt es Schaden? Ja, das habe ich mir fast gedacht. So. Ah, da stand dort die Wüste. Okay. Kampflustiger Kumpel. Okay. So. Okay, da ist jetzt eine Sackgasse. Aber ich sehe jetzt hier so eine Antenne. Vielleicht kann ich doch ein Portal öffnen. Dann habe ich zwar die 7 Knotenpunkte nicht, aber ich sehe jetzt hier so eine Antenne. Ich komme jetzt hier nur nicht weiter. Das ist schon mal ganz klar. Tour abbrechen steht da. Sackgasse. Also ist egal, wie viel Energie ich sammle. Wir probieren das jetzt mal aus. Aber unten, ihr seht, da steht Tour abbrechen. 1,6 Kelem. Ich komme hier nicht weg, sozusagen. Warum auch immer mein Reifen jetzt kaputt ist. Das habe ich nicht bemerkt, bei was der hier gegangen ist. Oh, der ist ganz kaputt. Abgenutzt, geplatzt. Wow. Kann man nicht mehr reparieren. Wow, wie ist der denn so kaputt gegangen? Okay, krass. Ja gut, dann muss ich das erst gar nicht probieren. Und du bist auch irgendwie kaputt gegangen. Reparieren, Abdichtkit. Na, dann machen wir das wenigstens. Zack. Bumm. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Du kommst hier rein. Feierabend. Okay, dann fahren wir mal. Weil ich einfach genau gucken will, was ich jetzt dann mitnehme an Ressourcen und so weiter. Kann sein, dass man gar nicht groß was mitnimmt. Aber man kann es wieder einsammeln und die Energien bin ich mir jetzt selber unsicher. Wenn es 1,6 Kelem, man davon was mitbekommt, wahrscheinlich auch nicht. Naja, wir werden sehen. Was haben wir da? Da ist nicht viel an Ressourcen. Oh, der Reifen zieht so heftig zur Seite. Oh, sowas. Gilt das als Bäume? Das wäre natürlich super nice, wenn das als Baum gelten würde und ich das umfahren könnte. So, jetzt nehmen wir erstmal die Energie da vorne mit. Oh, oh. Okay. Hat mich ein bisschen erwischt, aber easy. Ja, perfekt. Das sind genau eigentlich die Energien, die ich will. Es kann natürlich sein, dass die jetzt für die Katz sind. Boom. Zack. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ein Reliktgeist auch kommt, wenn... ein Reliktgeist auch kommt, wenn ich die Tour abbreche. Das bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Oder ob ich sterben muss, sozusagen, um Reliktgeist zu produzieren. Das ist jetzt die große Frage. Ich zieh dich, mein Schild ist an. So, weiter geht's. Ich fahre jetzt, glaube ich... Oh, diese Kumpel, die einen hier mal festhalten. Ich fahre jetzt da hoch mal zu dieser Antenne und guck mal, ob ich die aktivieren kann. Weil das ist ja immer, wenn man die aktiviert, ist eigentlich auch immer ein Portal aufgegangen. Also theoretisch würde das für mich bedeuten, ich komme hier doch weg. Aber vielleicht schließt sich dann auch nur schneller die Zone und es öffnet sich kein Portal. Das wäre doppelt fies, aber dann wäre das mit dem Reliktgeist zumindest geklärt. So, jetzt können wir hier, glaube ich, reinfahren. Schild wieder runter. Und jetzt gucke ich einfach mal, was passiert, wenn ich hier den Hebel umlege. Parken. Weil sonst hat man hier immer ein Portal öffnen können. Ich nehme mal mit. Oh, dich kann ich eigentlich auch ganz gut gebrauchen. So. Künstliches Sperrgebiet. Was? Künstliches Sperrgebiet, was? Nicht verstanden, was da stand. So. Was passiert jetzt? Da ist doch ein Portal jetzt. Ich weiß gar nicht, was die haben.
Ich meine, es geht sehr schnell, aber da wäre ein Portal. Also ich... Wenn ich das richtig verstehe, komme ich doch da wieder raus, oder? Ich guck mir das jetzt mal an. So, oh, ich habe mit den Platten habe ich jetzt echt ein Problem ein bisschen. Da hinten sehe ich ein Portal. Also theoretisch komme ich hier raus. Was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt hier rausgehe, habe ich natürlich das Pech, dass ich... Was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt hier rauskomme, dann sehe ich, kriege ich das mit dem Reliktgeist nicht hin. Aber ich könnte gucken, ah, man kommt dann doch aus einer Sackgasse raus. Würde das für mich bedeuten. Oder ich sterbe jetzt absichtlich. So zum Beispiel. Okay, was heißt hier absichtlich? Ich sterbe einfach so wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Gar keine andere Option. Mein Schild ist oben. Wisst ihr was? Wir können ja mal gucken, ob ich es jetzt noch schaffe, theoretisch. Mit Nitro geht das vielleicht. Oh, nicht so. Gegen den braunen Pferd. Ja, also ich würde es rausschaffen, tatsächlich. Mein Auto ist zwar beschädigt, aber ich würde es rausschaffen. Nee, kommt. Ich lasse es jetzt sterben. Ich lasse mein Auto jetzt sterben. Ich stelle es hier auf die Straße. Aber für mich bedeutet das, ich käme auch aus der Sackgasse in dem Fall wieder raus. Ich kann nur keine 7 Knotenpunkte abfahren. Jetzt machen wir Motor aus, machen wir das so. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier einfach diese Sachen mitnehmen kann. Vor allem den Thermosaft. So. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass ich die mitnehmen kann oder ob die hier bleiben. Ist jetzt die Frage, oder ob es sicherer ist, es im Auto zu lassen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse es im Auto und nehme nur als Experiment mal ein paar Sachen mit. So. Und guck, ob ich die dabei behalte, oder? Sollen wir das so machen? 20 Thermosaft mitnehmen. 30 drin lassen. So. Oh, mein armes Auto, ey. Obwohl das Schild online ist. Ich käme immer noch da raus. Aber krass, ne? Wie lang man sich im Auto halten kann. Ich mach mal das Schild runter und gehe raus. Dann sterbe ich auch schneller. In der Strahlung. Kumpel, es tut mir leid. Ich opfer dich jetzt. Ich opfer dich. Und mein 24 Siege in Folge Run opfer ich auch. Einfach nur... Ja, warum eigentlich? Soll ich überhaupt? Ich bin echt noch hin und her gerissen. Eigentlich wäre das sinnvoller, das am Ende zu machen. Schaffe ich es noch? Ich fahre raus. Eigentlich wäre das sinnvoller, das am Ende zu machen, damit meine ganzen Autoparts nicht kaputt sind. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich müsste jetzt ein komplett neues Auto bauen. Komm, wir gucken, ob wir rauskommen. Das war jetzt sehr, 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 sehr spät entschlossen. Mein Auto ist völlig zerstört, unnötigerweise jetzt. Aber gut, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wow, es ist komplett heh. Aber es ist der Beweis, man kommt aus einer Sackgasse wieder raus. So. Jetzt lasse ich es hier ein bisschen reparieren. Mach's aus. Mich muss ich reparieren. Und der hier ist Abdichtkit, okay. So, jetzt habe ich natürlich meine Ressourcen so oder so dabei. Also, das war jetzt so halb-halb. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, weil ich gerade überlegt habe, jetzt wenn ich das geopfert hätte, dann wäre wahrscheinlich das Auto komplett mit allen Teilen kaputt gewesen. Und das wäre vielleicht noch blöder als, was habe ich eigentlich? Geländereifen? Geländereifen, ne? Offroad-Reifen, Geländereifen, ja, genau. So, und dann hole ich mir lieber ganz am Ende, wenn ich das nicht mehr brauche, mache ich nochmal diesen Reliktgeist-Move. Weil ich glaube, jetzt wäre das vielleicht sogar schädlich oder schlechter gewesen.
Naja gut, ich weiß nicht, was schlauer gewesen ist jetzt. Aber ich muss das auf jeden Fall ein bisschen berücksichtigen, sag ich mal. Hopp, den hier dran. Ich tausche jetzt einfach wild Sachen aus. Und Farbe ist mir jetzt zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch relativ egal. So, mein Limpschild. Elektriker-Kit, okay. Elektriker-Kit habe ich. Reparieren wir. Zack, okay. Was ist noch besonders kaputt? Natürlich die guten alten Glühbirnen-Kit brauche ich, glaube ich, muss ich bauen. Hier. Ersatzglühbirne. Das ist das. Zack. Okay, was ist noch kaputt? Ja, den Rest kann ich reparieren, ne? Perfekt. Das hier rein und wir nehmen das und das. Und dann sollten wir hiermit ganz gut durchkommen. Ich mach mal nochmal das hier zu. Eieiei, das war jetzt eigentlich ja wieder nur ein Ressourcenrun. Und ein... Ich beweise das mal aus einer Sackgasse, wenn man Glück hat und da so ein Tower ist, rauskommt, Run. Weil sonst wären wir da definitiv nicht mehr rausgekommen, wenn da nicht so ein Tower gestanden wäre. Naja, gut. Zack, das hier noch. Das war's schon, ha? Huh? Machen wir hier hinten noch. So. Und so. Dann kann das wieder rein. Und dann kann ich das hier rein tun. Wow, da kamen viele Sachen noch aus dem Reifen. Ey, Wahnsinn. Wie viele Teile, krass. Und dann nehmen wir das hier. Und hauen all das hier mit raus. So, perfekt. Können wir das hier rein tun. Wie ist das mit Farben, Lacke, bla bla bla. Ich guck mal, wie viel ich hier reinbekomme. Das nehmen wir mit. Denn das kommt hier hin. Bom, 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 bom. Passt alles nicht mehr, okay. Dann hauen wir dich hier noch rein. Zack. Wisst ihr was, die Streifen habe ich eh, glaube ich, doppelt. Dann hau ich euch auch noch hier rein, die Streifen. Wo sind sie? Hier. Bumm. Und dann aufsaugen. Sehr schön. Du kannst wieder hier hin. Und das kommt alles hier rein. Boah, gelb? Gelb habe ich noch gar nicht, glaube ich, den Lack. Kann das sein? Gelber Lack ist neu. Den habe ich gerade aus dem Streifen bekommen. Okay, vielleicht gibt es da mal eine gelbe Farbe demnächst. Haha. Ich würde sagen, ich probiere jetzt nochmal. Und diesmal gucke ich aber besser auf die Routenplanung. Also, angenommen, ich fahre jetzt nochmal dahin. Angenommen. Eins, keine Sackgasse. Zwei, drei. Ist das dann wieder eine Sackgasse? Ne, diesmal steht da nichts, ne? Drei, kein stabiler Ausgang, ne? Ha. Also aktuell steht hier nichts mit Sackgasse, aber ich bin mir nicht sicher, ob das unterwegs auch nochmal passiert, weil gerade habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Sonst würde ich jetzt einfach nochmal genau die gleiche Strecke fahren. So machen wir das. Los geht's. Genau die gleiche Strecke. Sprit. Oder? Ja, definitiv Sprit. Batterie habe ich getankt. Aber Zapfpistole. Einmal voll machen. Da rein. Los geht's. Oh Mann. Ja, seht mal, also das sind die Unwegsamkeiten, die einem passieren können. Jetzt ist mein Kofferraum noch offen, egal. Damit habe ich jetzt absolut nicht geplant mit so einer blöden Sackgasse. Das war jetzt
ja, eine halbe Stunde, in dem ich zu meinen Trophäen nicht besonders viel beigetragen habe. Außer natürlich die Energie, die ich jetzt mitgenommen habe. Aber das war überschaubar viel. Aber ich konnte auch mal zeigen, wie lang man auch wirklich mit diesem Auto und auch in der Strahlung wirklich überleben kann. Also selbst wenn man im Roten ist, da geht noch mehr, als ich selbst gedacht habe, muss ich sagen. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich jetzt meine mich selbst mit neuen Outfits und so weiter wirklich kräftig abgegradet habe und dadurch auch Strahlung besser ab kann. Plus das Schild, was ich die ganze Zeit hatte laufen lassen am Auto, das hat natürlich auch nochmal geholfen, ne? Naja. Ja, weil es kam mir dann leider zu spät, aber wenn ich jetzt das Auto hätte sterben lassen, dann kriege ich zwar ein Auto, aber nur noch mit Basic-Teilen dran. Das heißt, ich hätte wieder alle Teile, die jetzt dran sind, bauen müssen, um wirklich diesen Schadensbonus, den ich jetzt aktuell habe, wiederzubekommen. Und das wäre schon eine kräftige Nummer geworden. Jetzt passt mal auf, jetzt überlege ich, ob ich den mal an mich dran lassen soll, wenn er kommt. Komm. So, der ist jetzt an mir dran. Ja, und macht jetzt auch Probleme. Und ich lasse ihn jetzt mal dran. Weil viel Schaden macht er nicht. Er ist nur nervig. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich damit fahren kann. Weil das wäre eine Trophäe, die ich auch noch brauche. So. Ist natürlich jetzt super nervig, aber es macht wenig Schaden tatsächlich. Es macht nur immer den Scheibenwischer und das Licht an und aus. So. Jetzt ist die Frage, ich glaube, wenn ich rausfahre aus dem Gebiet, dann nehme ich es nicht mit. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das heißt, wenn, dann muss ich es hier jetzt zu Ende fahren, dieses Thema. Weil das ist jetzt ja noch das harmloseste Häschen, was man haben kann am Auto. Aua. Jetzt fahren wir mal, soweit es geht damit. Jetzt kommt da schon der Ausgang. Okay, dann fahre ich nochmal zurück, ganz ehrlich. Fahre ich nochmal zurück. Ich will heute wenigstens schon mal eine dieser ganzen Trophäen, die ich brauche. Oh nein! Ich habe das Schild. Ah, ich bin dämlich. Ich habe das Schild hochgefahren, weil ich durch Bäume fahren wollte und habe es abgeworfen. Oh, ich bin nicht... Oh, das sind so Trophäen. Ich denke nicht drüber nach. Verdammt. Jetzt hatte ich es schon so lang dran. Aber gut, ich habe gemerkt, man kann es auf jeden Fall... Man kann es dran lassen. Weil es macht nicht so viel Schaden. Zumindest von diesen ersten Häschen. Wenn es so Stromhäschen sind und so, da weiß ich nicht. Aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Schade, jetzt habe ich gedacht, ich erledige das gleich. Aber schon die zweite Trophäe heute, die mir abhanden kommt. Ich konzentriere mich heute nicht, ich sehe schon. So, jetzt passt mal auf. Jetzt fahren wir hier auch wieder ganz schnell durch. Boom, Gas geben. Aber kurz auf die Karte. Wow, das ist eine größere Zone hier. Da muss ich ja fast gucken, wo ich hin muss. Ich bin hier und ich fahre rechts rum nach da. Ich fahre rechts rum nach da oder ich fahre da hinten einfach komplett durch den Wald durch und nehme schon mal ein paar Bäume wenigstens mit. Mache ich das? Ja, komm, vielleicht machen wir das. Das ist am schnellsten. Und dann müsste ich jetzt irgendwo durch den Wald, richtig? Ich fahre dann hier einfach so geradeaus durch das Tal durch. Ja. Das ist der Weg. Mal gucken, ob das klappt. So, weil dann kann ich ein bisschen Büsche mitnehmen und ein bisschen Wälder mitnehmen. Und im besten Fall gibt das wenigstens was für Richtung Trophäe. Hier diese Büsche mitzunehmen. Ich hoffe, das gilt als Baum. Schild ist oben. Hier so kleine Wälder, perfekt. Die nehme ich mit. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Momentum verliere. So, die Tür ist kaputt gegangen, nicht schlimm. Ja, schön viel Wälder mitnehmen, das ist gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Verdammt.
Weil das wird eine Trophäe, die richtig nervig wird, hier 280 Bäume umzufahren. Ihr seht, wie viel Schaden das auch am Auto macht. So, ich hoffe, die, wie gesagt, diese Büsche hier zählen dazu. Zack. Ja, hier, ich mach einen auf the forest. So viel, wie ich hier umhau. Oh, da ist ein Baumstamm. Was sagt die Batterie? Der macht das gar nichts, dass ich hier die ganze Zeit das Schild auflasse. Boom, boom, boom. Wie weit ist es noch? Oh, schon noch ein Stück. Okay. Ja, perfekt. Genau das brauchen wir. Da ist nochmal so ein Häschen, aber das kommt jetzt natürlich nicht dran. Mit meinem Schild oben. Zack, zack. Auto ist noch gut, alles gut. So, und jetzt müsste hier eigentlich schon wieder die Straße sein. Ja, da ist sie. Zack. Okay, perfekt. Das war mal ein Querfeld-Ein-Run. Da wäre Ankerenergie, aber es ist wieder nur stabile. Ja, brauche ich nicht. Schnell raus hier. Gas geben. Das war vielleicht ein bisschen viel. Nochmal Schilder hoch, nochmal ein paar Bäume mitnehmen. Kenne ich nix, kenne ich nix. Zack. Durch. Okay, jetzt fahren wir hier. Es ist keine Sackgasse. Kein stabiler Ausgang. Heißt das, dass das eine Sackgasse ist? Wenn das da kein stabiler Ausgang heißt? Könnte ich dann nochmal umschwingen, ist die Frage. So, so vielleicht, ja. Also ich kann auf jeden Fall mal hier hinfahren und dann schaue ich es mir diesmal genauer an, ob das wirklich eine Sackgasse ist. Weil ich bin mir nicht sicher, ob kein stabiler Ausgang Sackgasse heißt. Aber es könnte sein. Das wäre schlecht. Oh Mann, ey. Warum ist das alles Sackgasse? Wie soll man denn dann bitte 7 Knotenpunkte verbinden? Das erklärt mir mal jemand. So, hier kommen wir auf jeden Fall raus, indem wir darüber crossen und dann hochfahren. So, das ist der Plan. Einmal Gas geben. Ja, da vorne einfach rechts rüber und dann habe ich ein ziemlich großes Stück an Straße übersprungen. Oh ja, ah ja, okay. Schild ist draußen. Oh, diese Anomalie. Ich habe sie schon fast verdrängt. Meine Lieblingsanomalie. Boom, da ist es wieder. So, ich muss aber hier jetzt irgendwo durch. Durch den Wald am besten. Einmal hier hoch. Vielleicht nicht genügend Schwung. Ah, definitiv nicht genügend Schwung. Kommt, Reifen, zeigt, was ihr könnt. Ah, nee. Leicht, wenn ich so schräg fahre. Komm, 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 nimm den Schwung mit. Nimm den Schwung mit, da vorne ist die Straße. Ja, oh, die Reifen sind so gut. Trotz der Bäume, die ich durchfahre. Nice. Und dann noch über die Leitplanke drüber. Herrlich, oh nein. Okay, schön die Leitplanke mitgenommen hier, perfekt. Meine Herren, oh, diese Anomalie, wie schön sie ist, wie schön sie ist. Immer wenn ich Strom bekomme, dann gibt das Auto Vollgas. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, weil man dann irgendwo gegenfährt. Ja, genauso wie hier. So, jetzt gehen wir noch einmal fliegen, perfekt. Oh, so halte ich keine 7 Knotenpunkte durch, ey. Haha. Aber das ist auch die fieseste Anomalie, die es gibt eigentlich. Zumindest was Autoschaden angeht. So, aber wir schaffen's. So, jetzt muss ich nur dran denken, zu gucken, ist es eine Sackgasse oder ist es keine Sackgasse. Oh, oh, schlecht. Nochmal durch. Zack, alle Bäume mitnehmen. Ja. Okay, perfekt. Okay, holt er mich auch nochmal? Nee. Da vorne müsste der Ausgang sein.
Oh, das war eine elegante... Wow, das war eine elegante Rampe, die ich da mitgenommen habe. Zurückbeamen. Rein. Okay. Und dann hier hoch. Haben wir's? Wir haben's. So, jetzt drauf achten. Ist der Highway zu oder ist er nicht zu? Kein stabiler Ausgang. Aber das heißt nicht Sackgasse, wie es aussieht. Nee, dann müsste ich hier noch weiterkommen. Kein stabiler Ausgang. Alles gut. Zack, zack. Ich probiere es nochmal. Er schreit jetzt auch gerade nicht, dass da jetzt irgendwie eine Sackgasse wäre oder sowas. Das heißt, theoretisch, toi, 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 ist das legal, was ich jetzt hier mache, sozusagen. Okay. Mir hier den Highway lang. Ach, jetzt bin ich auch schon im mittleren Sektor. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach guten Ressourcen Ausschau halten. Gas geben. Eieiei, ey. So oft wie heute habe ich selten mein Auto auf den Kopf gelegt, muss man sagen. Da, beam dich mal hier hin. Ich nehme in der Zeit das hier mit. Ach so, ich muss in die richtige Richtung gucken, damit er beamen kann. Okay. Ich gehe nicht sehr sorgsam mit meinem Auto um, seit ich die Story abgeschlossen habe. Ich werde ein bisschen radikaler hier im Umgang mit der Karre. Jetzt nehme ich die Ressourcen wenigstens noch mit. Zack. Wow, Lacke ohne Ende, das können wir noch mitnehmen. Das habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Sehr schön. Ich werde auch mal... Nicht rollen, nicht rollen. Ich werde eventuell mal probieren, ob ich euch jetzt auch ein Video länger als eine Stunde im Auge klärt. Ich habe jetzt ja versucht, immer die Videos von hier sogar... Alter, das hat richtig, richtig Schaden gemacht. Ja, so schaffe ich keine 7 Knotenpunkte. Definitiv nicht. Ich muss gleich mal reparieren. Alter. So, da ist das Ende. Und dann ist es auch noch eine instabile Zone, in die ich jetzt komme. Das merkt man jetzt hier schon auf dem Weg. Schnell rein. Ende des stabilen Bereichs. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da jetzt so rauskommen, wie ich hoffe. Widerstandsfähige Autoteile. Ja, das haben wir schon. Einige dran. So, jetzt... Gib mir einen kurzen Weg. Okay, ich nehme die Route hier einfach hoch. Und dann schnell... Ah, verdammt. Ich muss aber jetzt hier natürlich in der Mitte auch ein bisschen nach Ankerenergie gucken, ne? Also das können wir jetzt nicht komplett vernachlässigen hier. Vielleicht fahre ich dann doch die lange Route hier hin. Also rechts halten. Und nimm die Ankerenergie mit. Weil hier müssten wir jetzt ja instabile oder korrupte Energie bekommen. Das nehme ich noch mit. Und sobald ich hier raus bin, heile ich mich. Ah, ja, genau. Ja, ja, ja. Instabile Zone. Tank habe ich auch nicht ohne Ende. Batterie habe ich gut geleert. Also, das wird ambitioniert. Ich habe es ein bisschen zu arg krachen lassen in den ersten... in den ersten Metern hier. In den ersten Knotenpunkten. So... Vorne müsste jetzt... Oh, lieber schnell Schild. Da vorne müsste jetzt der erste Anker sein. Hier halte ich mal ganz kurz. Weil das weiß ich, brauche ich. Thermosaft. Thermosaft. Und Thermosaft.
So, dann nehmen wir euch auch noch mit. Und dann bist du eingepackt. Nice. Geh weg, Kumpel. So, haben wir. Weiter geht's. Das kann alles hier rein. Das kann hier rein. Hey, du bist nervig. Lass mich. Packt mich hier an, ey. Bam. Okay, da vorne irgendwo ist der Anker. Sehr schön. Hier ganz kurz halten. Bin mir nicht sicher, ob die Bremse wirklich gezogen hat. Boom. Bleib zu. Und die nächste Energie ist da vorne. Das heißt, ich fahre da jetzt auf die Straße. Halt so. Also hat sie nicht gezogen, die Bremse. Da ist jetzt nochmal Thermosaft, aber nur einer. Den lasse ich jetzt mal liegen. So, jetzt geht die Zone E zu, weil sie ist instabil. Ja, alles gut, alles gut. Halten, halten, halten. So, anhalten. Nochmal das hier mitnehmen, so viel kriege ich so schnell. So, aus irgendeinem Grund, sorry, habe ich das Video pausiert. Das bin ich, glaube ich, also heute läuft es bei mir. Ey, ihr seht, ich bin nicht mehr in der Übung in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ich habe da, glaube ich, beim Einsammeln von diesen Thermosaftkristallen aus Versehen da drauf gedrückt. Sorry dafür. Super blöd. Heute ist ein Chaos-Video, ein Chaos-Tag. Ich nehme auch nicht zu Hause auf, sondern bin im Hotel, weil ich gerade noch am Arbeiten bin. Also es ist ein bisschen chaotisch heute. Ich habe da hinten gerade die Energie eingesammelt und jetzt sind wir am Ausgang. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, nehme gar nicht mehr auf. Na gut. Wir sind aber auf jeden Fall jetzt aus dieser extremen Bedingung. Ich rede und rede. Ich habe mega philosophische Weise Worte gefunden, aber die kann ich euch jetzt leider nur so nacherzählen. Komme ich jetzt nicht hier runter? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich jetzt da nicht hinfahren? Jetzt kann ich nur hier hinfahren? Ist das blöd. Warum kann ich denn nicht hier runter? Dann funktioniert ja meine Route überhaupt nicht. Jetzt kriege ich wieder keine 7 Ankerpunkte da zusammen. 1, 2, 3, 4... 5. Klappt nicht. Klappt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist das blöd. Hm. Naja, gut. Dann, Spitze. Spitze, Spitze, sage ich da nur. Oh Mann, ey. Heute ist ein Chaostag. Heute ist wirklich ein Chaostag. Na gut. Na gut, na gut. Jetzt fahren wir hier erstmal ins Dunkle. Jetzt nehmen wir hier noch die Energie mit. Jetzt muss ich hier eh die Ankerenergie einsammeln. Und gucken, dass ich hier wegkomme. Um dann... ja, nochmal einen Run zu starten für 7 Ankerpunkte, 7 Knotenpunkte. Eieieiei. Da ist was los heute. Hier ist absolute Dunkelheit jetzt, wie es aussieht. Nehmen wir mit. Du bist gute Energie. Gute Energie. Boom. Oh, ganz viele explosive Kisten. Hi. Okay. Dann das weg. Dann den nächsten. Den hier. 0,3 Kelim fehlen mir jetzt noch, um hier rauszukommen. Von den schönen, netten Herren. Du kommst mit. Zack. Jetzt sollte ich genügend Energie haben. Und jetzt nehme ich aber die hier auch noch mit.
Zack. Links auf die Straße und dann fahre ich da hoch. Aber ich fahre erst auf die Straße, weil sonst bin ich sehr, sehr unsafe hier. Was jetzt war denn das gerade? Sind da gerade Köpfe von der... In meinem... Aus meiner Sicht sind da gerade Köpfe vom Himmel gefallen. Das war unheimlich. So, jetzt gehen wir hier lang. Schild nochmal hoch. Zack. Weg. Okay, alles gut, alles gut. So, hier ist der letzte Anker. Ich park mal hier. Bam. Den nehmen wir mit und dann muss ich nur noch rauskommen hier aus der Nummer. Zack. Dich mitnehmen. Dich mitnehmen. Hier rein. Und dann nehme ich den oder nehme ich den? Ich glaube, ich nehme den. Boom. Kann ich nämlich schön über die Straße fahren. Die ich jetzt nur noch wieder finden muss. Da müsste sie kommen irgendwo. Ja. Und auf der bleibe ich jetzt, bis ich durchs Portal komme. Zack. Wartet mal, ich glaube, das, was da gerade gefahren ist, muss ich noch scannen. Ich glaube, das ist etwas, was ich scannen muss. Kann das sein? Das Ding da. Du bist noch nicht gescannt worden. Glänzender Bagger. Guckt, das brauche ich nämlich. Muss ich scannen, damit ich alles bauen kann. Da komme ich nicht drum rum. So, da kommt schon die rote Zone. Schnell weg. Weil diesmal ist mein Auto wirklich schon sehr beschädigt. Schild. Ist es schlau, auf der Straße zu bleiben? Ja, ich glaube, das ist schlau. So, und jetzt fahre ich hier einfach hoch. Schild, Nitro, bumm, geschafft. Okay, was ein konfuses Ding. Hat mir im Sinne von Trophäe nicht viel gebracht, aber es hat mir viele Bäume habe ich kaputt gefahren. Ich habe viel gelernt auf dem Weg zu sieben. Anker, nee, ich verwechsel immer, wie das heißt. Knotenpunkten. Da muss ich mir nochmal was Neues überlegen. Also, es ist nicht so einfach, diese Trophäen noch freizuschalten. Aber was einfach ist und was gut ist, ich habe einiges jetzt im heutigen Part an Energien eingesammelt. Vor allem offensichtlich korrupte. Das heißt, da können wir uns jetzt noch dran machen, nächstes Mal. Und möglichst viel upgraden. Okay, spannend. Also, ihr seht, gar nicht so einfach, wie ich dachte vielleicht, mit den Trophäen. Vor allem das mit der Route muss ich mir nochmal überlegen. Ich dachte, ich könnte hier runterfahren, aber anscheinend funktioniert das nicht. Ich muss wahrscheinlich noch mehr kleine Punkte hier mitnehmen und vielleicht diese Sachen noch miteinander verbinden hier. Muss ich mir mal schauen, ob ich hier so eine Route zusammenbekomme. Irgendwie geht's auf jeden Fall. Bleibt dran. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Auch diesmal lasst gerne ein Like da. Abo für den Kanal, auch wenn es jetzt sehr, sehr konfus war heute. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich freue mich trotzdem, wenn wir hier die Platin-Trophäe noch holen können. Bis dahin und tschüss.